Ja, genau. Ja, das ist Fiat. Hier sind drei Zahlen. 2, 3, 0. Weil das ein Dings, ein überführtes Fahrzeug ist, kann das sein? Da steht in Klammern eine 1. Nein. Ah, Moment. 2. Ja. Ah, Entschuldigung. Entschuldigung. 4001. Ja, genau. Das sind nur Nullen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mal die 0. Ja. Ja. Okay. Ja. Oh. Weiß ich nicht, 9000? Circa, ich kann das gar nicht so einschätzen. Es fährt noch jemand anderes mit dem Auto. Ja. Ja, das wäre ich. Oder? Ja. Ja, ist Ja. 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 Ja, die sind, wenn denn alle älter. Ich weiß jetzt nicht, ich bin ja nicht verheiratet, aber mein Partner hat einen PKW angemeldet. Nein, nein, der bleibt. Ja, ich guck mal schnell. 25.10.2002. Haft. Hallo? Hast du aufgelegt? Nee, sie. Ich nicht. Warum hast du aufgelegt? Hab ich nicht. Hoffentlich ruft sie gleich zurück. Ja, meine Nummer ist ja zu erkennen. Ich habe ja. Vielleicht hat sie auch einfach gerade keinen Bock oder will einer laufen gehen. Oder ihr Akku ist leer. Pauli Astra. Wusstest du das nicht? Nee. Oha. Naja, aber So weit trotzdem. bin ich nicht in der Materie drin. Also wenn ich mir jetzt Kiezmische kaufe, dann verbinde ich das nicht mit Pauli. Nee, und so Dann ging es hast du die mir auch. erste Fehler. Ich habe wegen dem Geschmack mir Kiezmische immer geholt. Ja, aber wie gesagt, jetzt weißt du es besser und jetzt wird erwartet, dass du es rumwärts wissen. Wenn du doch wieder Ich sündigst, muss dann. jetzt ein Holz mit Sprite mischen, wenn ich ein Alsterwasser trinken möchte. So nämlich. München, ich bin in Gefahr. Bier aus grünen Flaschen hat Papa schon immer gesagt. Das ist auch so, Sowas als ich trinkt man habe nicht. meine Strafe abgesessen. Ja, Da war
Das habe ich noch gelernt. Also Leute, kein Astra. Und kein Bags. Und kein Bags. Und am besten auch nicht Pauli oder Bremen erwähnen. So, was ist der Plan? Ja. Hast du das jetzt geklärt? Ja, ich habe es geklärt. Ich kann mit Donatella so, wie sie ist, nach Hause fahren. Und sie zu Hause anmelden, ummelden, whatever. Also sie wird umgemeldet dann? Ja. In Pott von Hamburg? Una. Und dann hat sie nicht mehr Hamburg, dann hat sie Una. Ja. Wunschkennzeichen ist bitte irgendwas mit dem S drin, ne? BS. BS, Brigitte Schulz oder Brigitte und Susanne. Oder BI. SI. Okay. Unsi. Ja, Unsi. Weil sie ist Unsi. Sie ja, ist genau, aus Una. Sie ist Sanne und Elida. Ja. Alles in einem. Ja. So, was steht an? Ja, wir räumen gleich die alten Sachen von Sanne und Sven müssen raus. Die alten Sachen? Die Sachen von Sanne und Sven kommen raus. Da sind noch Anziehsachen. Gaskocher. Ja, der Gaskocher ECT, CTTE. Und dann räumen wir ihn wieder ein. Nee, erst machen wir ihn sauber. Dann werden die Betten bezogen. Und ja, dann starten wir einen Kurztrip. Wohin? Richtung Nordsee. Erst als erstes Anlaufpunkt war der Friedrichskoog. Die Seehundbank. Seehundrettungsstation. Ja. Das war Elidas Wunsch. Schon seit 2 Jahren. Ja. Wollte sie da immer gerne hin. Das wird in Angriff genommen. Dann eventuell noch ein Trip. Büsum. Ein Liter Krabben. Ja. Krabbenkoller. Und mal gucken, wenn möglich und das Wetter es zulässt, eine Überschiffung nach Helgoland. Aber der Plan kann auch immer noch eine Änderung erfahren. Also, das waren jetzt Ideen. Wir können auch in Amsterdam aufschlagen. Ja, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Bei uns weiß man es nicht. Nie. Seid gespannt und immer dabei. Seid aber dabei. Das ist prima. Viva Colonia. Viva Donatella. Ach so. Viva Donatella. Ohne, lieber mit Holsten. Hier jetzt ab, Frau Magda. So, wir haben Donatella ausgeräumt und später wird sie eingeräumt, weil wir planen ja einen Kurztrip. Sanne, Elida und ich wollen ja an die Nordseeküste. Und jetzt haben wir hier aussortiert, was Sanne und Sven behalten. Unsere Bank, genau, unser Tisch. Genau, Tisch, Kabel, Campingutensilo. So, und jetzt machen wir oben gleich das Bett fertig. Ja. Und dann können wir starten. Ich freue mich so. Man kann das gar nicht so nach außen zeigen. Weil ich verstehe auch Sanne und Sven, dass es für die auch Wehmut ist, ganz dolle. Aber sie ist in der Familie, sie bleibt in der Familie. Sie ist nicht weg. Ne? Okay. Aus dem Fundus. Lebensmittel, Essen. Ist alles Wasser ist alles da, also wir könnten jetzt ad hoc starten. Es ist Kaffee da, Zucker, Milch. Wir könnten Suppen, ad hoc losfahren. Ja. Und würden nicht verhungern und verdursten. Und so kriegst du das Wohnmobil auch nicht irgendwo von jemandem gekauft. Die ist startklar, absolut startklar. Werkzeug, Gasflasche, Geschirr. Ist alles da, Geschirr. Ich bräuchte nur mein
meine Tabletten und meine leiblichen Klamotten. Ne, bräuchte ich nicht. Leibchen. Ja. Scheiß, das Papier ist da. Streu. Alles. Klo ist aufgefrischt. Ja. Benutzbar. Hat Sven vorhin noch blau reingeschüttet. Ja. Ja. Mit Ventilatoren. Mit. Alles. Oma. Mit dem schwarzen Passagier. Oma Limes. Oma Limes bleibt. Der Panama-Hut. Ja. Von Klaus Kinski. Fitzgeraldo. Fitzgeraldo, genau. Ja. Okay. Ist auch ready to go. It's clean, it's fresh. Jetzt krabbeln wir gleich noch einmal nach da oben. In das Schlafgemach. Und nun haben wir den Spieß umgedreht. Magda ist so putzig. Die ist so putzig. Nicht so die Pornopocken zeigen. Pornopocken. Wir machen mal weiter. Alex und Christin haben sich da Snacks gemacht. Garnelen mit Knoblauch. Wir hier knuspern wir Frosties. Ja. Du siehst jetzt. Soll ich dir ein Ei pellen? Du siehst aus wie ein Ewok. Das ist ein Ewok. Von Star Wars. Diese kleinen, fälligen Dinger. Mit diesen Glühaugen? Ja, die. Nee, Glühaugen haben die. Die sehen aus wie Teddybären so. Ach so. Mit ja. Kapuzen. Guten Abend. Entschuldigung, dass ich mich heute erst melde. Aber vielen Dank für die ganz lieben Geburtstagswünsche. Vielen Dank an euch. Top. Festes Gel. Die Creme. Nur Pfeile und. Ja. Und Pipettentücher. Wozu brauchst du Toiletten? Ja, warte mal. Hier sind Pfeilen, Buffer, Pfeilen. Den Knipser und Zange. Willst du ein Pferd beschlagen, oder? Die nicht. Das war auch die Kleintierzange eben, die rosa, ne? Nein. Nee? Nee, das ist für die aber Verlängerung. Aber so eine kriegst du auch für Kleintiere. Werkzeug. Nee. Pfeile, Knipser, Zange und so. Habe ich auch nicht. Du hast ja gesagt, du bringst deins mit. Dann braucht Magda noch Nagelschere und sowas alles. Gute Pfeilen. Das sind ja alles zum Kleben und Waffen. Die Waffen sind gut.
Zeletten sind auch gut. Hier, Rosenholzstäbchen. Für die Haut zum Zurückschieben. Tipps. Das ist eine Teile, eine Schmirgelteile. Oder meinst du, wir stehen am Strom? Nein, stehen wir nicht. Autark. Nee, das sind alles Gele. Oh, Moment. Aktiv Whitener. Ist schon mal gut. Damit die nicht wieder so nachgilden. Haben wir noch vielleicht ein Nagelhautentferner? Nee. Okay. Dann nicht. Dann gucke ich da mal nach dem Knipser. Geht ab. Ja. Ja. Ganz spontan und spektakulär. Wir haben uns gedacht, wir holen unsere dritte, die dritte im Bunde dazu. Nee, die vierte im Bunde. Aber die dritte Schwester. Ja, Schwester Bülow kommt mit. Wir laden sie einfach ein und düsen dann mit ihr an die Nordsee. Nach Friedrichskoog, nach Büsum und dann noch irgendwo hin. Also ab Büsum müssen wir dann sehen. Ja. Ganz spontan, es entscheidet sich dann immer alles so vor Ort. Auf alle Fälle Friedrichskoog, die See- und Aufzugstation. Ja. Büsum, ja. Liederkrabben. Ich mache uns jetzt noch ein Drein ein. Liederkrabben kaufen und vielleicht, wie ich mit Sven mal gemacht habe, die Fangfahrt. Ja, ja, ganz, da war ich auch noch nie. Und dann, wenn Freunde wir da was fangen. Essen. Ja. Also jetzt die Freunde, das langt nicht, das zum Nein. Probieren. Ja. Die haben jetzt nicht da 200 Kilo Krabben. Aber da gibt es gute Fischlokale. Ja. Backfisch oder so. Ja, und ab da gucken wir dann weiter. Genau. Wir machen jetzt noch ein 3 in 1. Magda hat ihr Equipment auch eingepackt. Ist da der Hartut auch drin, ne? Der schwarze? Nein, noch nicht. Ach, siehst du? Kosmetiktasche. Für was? Ilaidas Kosmetiktasche, ihre Creme, Pflege, Salbenpflege. Ja. Weil dekorative Kosmetik brauchen wir bei Wind und Wetter nicht. Nee. Nur eine gute Wetterschutzcreme. Ja. Okay, wir sagen Gruß, Gruß, Kuss und Schluss.